Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, RTL bekommt ein neues Logo. Ja, die neue Farbe bei RTL soll tatsächlich bunt werden, denn nicht nur bei Let's Dance setzt man in Zukunft auf Rot-Blau. Nein, ganz RTL möchte das Logo von nun an den jeweiligen Inhalt anpassen. Ja, RTL möchte also insgesamt bunter werden und setzt auf ein anpassbares Logo. Ja, das ist Ziel der Neuausrichtung, soll quasi auch ein neues Logo sein. Und im Laufe des Sommers wird sich ja bei RTL auch noch einiges anderes ändern. Bereits in den vergangenen Wochen hat man ja immer wieder gehört, dass ein sogenannter Richtungswechsel im Hause RTL stattfinden soll. Und so war ja auch vor wenigen Tagen oder Wochen erst bekannt geworden, dass man im Zuge einer Nachrichtenoffensive den ehemaligen Tagesschausprecher Jan Hofer nach RTL leiten konnte und dann auch noch ab August exklusiv die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin Pina Atalay auch zu RTL wechselt. Das Ganze ist dieser geplante Neuaufbau und natürlich auch bei den Unterhaltungsshows soll es sehr viele Änderungen geben. Zum Beispiel, dass die Flaggschiffe wie das Supertalent oder DSDS personell, aber auch konzeptionell neu aufgestellt werden, ja, ohne das Mitwirken von Dieter Bohlen. Das ist ja das, was auch schon rausklingen konnte. Eine weitere Neuerung wird in den kommenden Monaten noch stattfinden. Ja, das heißt, große Events und Überraschungen sollen geplant sein und einer neu aufgestellten Daytime, ne, die sonst ja immer mit Scripted Reality angepasst worden ist, soll es dann neue Showformate geben, wie die RTL Sommerspiele. Und ich bin sehr gespannt. Das Supertalent soll dann auch in Zukunft mit einem neuen Moderationsduo und einem neuen Anstrich versehen werden und nicht mehr mit Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski stattfinden. Ja, dazu passend hat dann auch noch RTL optisch den neuen Anstrich gemacht mit der Farbe Bunt. Ja, bunt ist die neue Farbe von RTL und so soll das Logo also demnächst immer wieder anpassbar sein auf die neuen Sendungen. Ja, sagt ihr mal was in den Kommentaren. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Neuausrichtung von RTL? Sagt ihr immer noch der letzte Drecksender? Nein. Findet ihr das gut oder findet ihr das total irrelevant? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.